Leute, willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Infinite Fusion. Ich war nicht heilen, weil ich nehme den letzten Part nach diesem hier quasi auf. Diesen Part nach dem letzten Part auf. So rum ist es richtig. Heute gibt es wieder einige Fusionen. Wir wollen uns Orden Nummer 4 auf jeden Fall heute snacken. Also das steht komplett außer Frage. Dann werden wir wahrscheinlich den Lavandia-Turm hinaufkraxeln. Sieht auch irgendwie süß aus, muss ich gestehen. Und danach... Ja, müssen wir mal gucken, wie die Zeit ist. Werden wir aber vermutlich eher... Ui. Aber nee, ich denke, brauchen wir nicht. Vor allem noch mal ein paar Sachen fusionieren, reversen, dies, das. Ach du heilige Kacke, Ananas. Shell... Smash hatte eine echt gute Animation, muss ich gestehen. Die hat mir sehr gut gefallen. Omarosaur ist ja super cool. Ganz, ganz dicker Fan an der Stelle, sage ich da. Und Donphree ist... Weiß ich nicht. Der irritiert mich eher ein bisschen. Galvaniard ist es jetzt für mich persönlich nicht so sehr, muss ich sagen. Da gibt's Besseres. Und Herados... Ich wollte erst sagen, finde ich nicht geil, aber irgendwas hat der, was mich gerade ein bisschen catcht, muss ich gestehen. Doch, ich finde ihn geil. Ach du heilige Kacke, sind wir da schnell umgekippt. Finde ich gar nicht so kacke, doch. Finde ich sogar ganz cool, actually. Und der macht vor allem auch richtig viel Damage. Holy shit. So, Dalle, ich habe alles auf 45 gebracht und der Boy hat jetzt Flammenblitz und auch Drachentanz drauf, was ich sehr, sehr geil finde. Und dann würde ich sagen, benutzen wir mal den Feuerstein und gucken mal, wie das aussieht, ob wir den reversen müssen. Aber ich glaube, das müssen wir nicht. Ich finde den cool, muss ich sagen. Gerade dieses Blau mit den Streifen finde ich eigentlich sehr nice. Also mich catcht der. Also ich will den auch auf jeden Fall... Wisst ihr was, ich glaube, ich speichere einmal kurz. Ich drehe ihn sogar direkt. Na, wobei, heben wir uns das fürs Ende des Partes auf, dass wir den rumdrehen. So, wir nehmen den auf jeden Fall mit. Der hat leider keinen Rock-Move, deshalb ist er nicht ganz so geil. Ich meine, der hat Air Slash noch wenigstens. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwie große Probleme haben werden. Ja, sie ist echt nicht... Warum ist sie jetzt Level 39 mit ihrem ersten Mon? Das wundert mich ein wenig. Wir de-dancen halt jetzt erstmal eine Runde. Ich mag es, dass das erstmal links oben in der Ecke einfach ist. Da kommt ein Flammenrad. Oh je, und der hat wirklich immer noch Sticky Barb. Warum? Aber na gut, dann machen wir da einfach ein schnelles Ding draus, schallern uns auf plus 4 und ich denke, damit sollte das eigentlich schon gegessen sein, damit sollte Schicht im Schacht sein. Wobei das einzig Doofe ist halt jetzt, jetzt haben wir den Sticky Barb und mit Flare Blitz mache ich mir ja relativ viel Recoil. Ich hoffe einfach, Aqua Tail killt den. Auf plus 4 wollte ich gerade sagen, wird es vermutlich auch tun. Und fürs letzte Mal haben wir dann noch den Flammenblitz für Butterigus. Ah, ist das... Nee. Miss Magius? Ist das mit dem zusammen? Es könnte sein. Okay, die war... Also, die war halt teilweise... Ich glaube, die Arena-Trainer waren teilweise auf 40 bis 42 oder so und höher gelevelt. Deshalb wundert es mich, dass sie jetzt so krass Low-Level war, aber... Ja, ist dann wohl so, ne? Und zwei Premium-Wonder-Trades, okay. Okay, ich wusste gar nicht, dass man gegen den Rocket-Rüpel im Durchgang kämpfen kann. Sodass man quasi dafür kämpfen kann, durchzukommen. Aber ja, offensichtlich geht's. Ne? Das heißt, wir können jetzt sogar nach Saffronia City. Aber ich werde Saffronia City einfach komplett ignorieren. Die ist mir erstmal komplett egal. Ich will jetzt erstmal nach Lavandia. Das einzig Deprimierende ist, ich stelle gerade fest, ich habe nicht mal mehr was in meinem Team, was sich irgendwie entwickelt. Das irgendwie, weil jetzt ist so die Vorfreude immer weg, die man... Sonst hat und sich denkt, oder das Ziel, yo, ich will den und den auf den Level bringen oder auf das Level bringen und so. Das ist jetzt leider quasi zu Ende. Aber na gut. Hier bei den Geistern können wir wieder was fangen und aus irgendwelchen Gründen ist halt hier einfach auch schon wieder die Musik weg. Also das muss ich wirklich sagen, geht mir echt gewaltig auf die Nerven, dass die Musik an manchen Stellen einfach abhaut. Also sie ist ja wirklich komplett weg. So, Schuppet fangen wir natürlich straight up, weil ich will unbedingt Banette als Fusionsmon zur Verfügung haben, weil das ist ja mega geil.
Und das hat uns jetzt immerhin auch die Musik zurückgebracht. Ich find's wild. Mit Lichtel. Auch sehr nice, muss ich sagen. Ich find's wild, dass diese Damen da so blau erst sind und wenn man sie besiegt hat, dass sie dann anscheinend ihre Farbe abändern oder so. Warum auch immer, das ist eine mega starke Fusion. Holy! Das war ja designtechnisch ein ganz anderes Kaliber. Stark, sehr stark. Ich glaube auch Traunfugil. Nicht mal Traumagil. Ich glaube sogar, dass Traunfugil das größere Potenzial hat, eine sehr starke Fusion zu sein. Okay, dem machen wir, glaube ich, gar nichts mit meinen Moves. Ja, da gehen wir ganz schnell raus. Ansonsten gibt es halt sowas wie Lichtel. Traumato habe ich jetzt auch schon gesehen. Traunfugil, ne? Kaum ruft man danach. Oder hat gesagt, dass es sehr viel Potenzial hat. Ich weiß halt echt nicht, ob ich überhaupt zu Traumagier den teilweise entwickeln will, weil ich glaube, dass die Haare richtig nice sein können für viele Fusionen. Das Einzige, was ich mir bei Traumagier wiederum geiler vorstellen, muss ich sagen, ist, oder was sein kann, ist, dass der so einen Kopf haben wird und mit dem kriegen wir Jamask. Das heißt, ich würde mir den sogar einfach mal schnappen und dann habe ich noch ein zweites Litwick, das kann ich ja dann einfach wegtraden. Oder für noch irgendwas anderes benutzen, weil wir haben ja schon gelernt, dass Lichtel alleine auch sehr viel Potenzial hat für viele Mons. Wir sind einfach an dem Punkt angekommen, an dem wir so Vorentwicklungen behalten wollen im Endeffekt. Einfach nur für die geilen Custom Designs. Aber fühlt man, sag ich da. Clefkrieg ist es auch sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, warum ich das gerade eingesetzt habe. Und der hat natürlich Mondgewalt drauf. Und die Musik hat es einmal wieder zerrissen. Ich weiß nicht warum oder woher. Oder, ich weiß es einfach. Das ist eine Banette-Pantimimi-Fusion, die so eine Art Puppenspieler, nennt man das, glaube ich, darstellt. Holy shit, und hier auch. Warum ist das bei Banette einfach so, dass das so sehr viele, ja, so eine Art Puppenspieler-Sachen erstellt, wenn du die fusionierst? Weil ansonsten wäre das ein wilder Zufall. Also was heißt Zufall, aber dann wurden die zwei wirklich richtig absichtlich da bei den Trainerpositionen. Oh, Rotom haben wir hier auch. Den will ich unbedingt natürlich auch haben. Ich bin echt gespannt, was ich alles auf der Bank habe. Was ich so miteinander fusionieren kann. Ich weiß es selber teilweise gar nicht mehr, was da so rumläuft. Banluce, das ist ja fast schon süß. Hilarious irritiert mich gerade ein wenig, warum der da ist, wie er da ist, weil ich dachte eigentlich, hier kommen gefühlt nur Geister, aber offensichtlich nicht. Warum ist das denn auch schon... Warum könnte das legit eine Regionalform sein? Also 1:1 so? Ach du heilige Kacke. Shedklops, auch ganz, ganz schlimme Fusion. Zumindest wenn man so die zwei einzelnen Mons halt einfach nur bedenkt. Banring. Ja, das ist so ungefähr die Richtung, die ich mir vorstelle, in welche wir gehen werden mit den Banette-Fusionen. Die werden auf... Ah, ich glaube auch da viel ändern, reversen. Luxtra und Echnatol. Auch eine sehr starke Fusion. Boah, ich überlege gerade, an was mich das erinnert. Aber ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Oh, das kommt mir so bekannt vor, habe ich das Gefühl. Als gäbe es so ein Viech irgendwo. Aber erst einmal sieht das sehr cool aus, möchte ich wieder mal anmerken. Aber an irgendwas erinnert es mich, aber ich weiß gerade nicht was. Und Will-O-Wisp nehmen wir einfach mal mit, ne? Sagen wir doch nicht nein dazu, Dazzly. Das mit den... Der schaut so ein bisschen aus, also mit diesen Bandagen, könnte so ein Anime-Charakter werden. Wo der die Bandagen dann abzieht und dann geht's richtig los. Oh mein Gott! Oh. Geister-Pokémon, Freunde. Geister-Pokémon einfach stark. Einfach, die sind gemacht worden, damit ich geile Fusionen kreieren kann. Ist die gerade hinter mir aufgetaucht? Holy shit, das ist Banette plus Durengard, welches offenkundig ein Stahl-Pokémon hier mit ist. Ach du Scheiße, ist der geil. Und wenn jetzt halt die Musik nicht einfach weg wäre, ne? Es wäre ein Träumchen, wäre das. Ein Träumchen, sage ich da.
Das killt halt so krass die Stimmung. Ah, und dieses Mal ist tatsächlich Team Rocket hier gar nicht oben. Und deshalb kriegen wir jetzt einfach so die Pokéflöte noch. Ja, ist doch auch schön, ne? Ups. Nehmen wir. Das ging jetzt eigentlich relativ schnell dafür, dass das mein ganzes Ziel für den Part war. Aber ja gut, dann fusionieren wir jetzt ein bisschen herum, Freunde, habe ich gehört. Ach du Scheiße. Die Kripok und Yamask-Fusion, die macht mir ein bisschen Angst. Ich muss ja sagen, ich finde solche Gesichter sehen immer so ein bisschen sehr creepy aus. Also ich glaube, ist das nicht. Gibt es die nicht auch im Real Life? Also dieses Gesichterbild, was dabei entstanden ist. Ich weiß aber gerade nicht, was das ist, aber ich glaube, die gibt es. So, ich habe gespeichert. Und dann gucken wir doch einfach mal, was wir so zusammenbekommen. So, das Erste, was wir machen, ist es, die beiden zu fusionieren. Denn guckt euch dieses Vorschaubild an. Das kann ja eigentlich nur geil werden. Das soll jetzt eine One Piece-Referenz werden, da bin ich gespannt. Ja, das ist unser Ruffy. Also für alle, die One Piece nicht gesehen haben, ja, ihr checkt halt die Referenz jetzt halt nicht. Aber das ist ja mega geil. Ich würde sogar auf Blaze bleiben, weil ich will eigentlich nicht, dass der stirbt. Mach ein neutrales Wesen. Dann kombinieren wir die Movesets. Und dann glaube ich, könnte da ein geiler Haudegen bei rumkommen. So. Und jetzt ist schwierig, wie wir weitermachen. Wir müssen eigentlich diese Nase auch verwerten. Traumfugil haben wir. Den hier würde ich ja gerne anfusen. Auch wenn ich ihn gleichzeitig gerne auch so lassen würde. Schon fast, muss ich gestehen. So. Ha, wie machen wir jetzt weiter? Was haben wir denn noch hier drüben? Boah, wir haben hier auch noch viel. Ah, stimmt. Ich habe absichtlich zwei Radfratze gefangen. Denn ich weiß, dass die zusammen ein Custom Sprite bilden. Und ihr habt ja mal gesagt, zwei Mons zusammen bilden eine Art Mega-Entwicklung. Da haben wir den Rattenkönig an der Stelle. Wenn das mal nicht der Rattenkönig ist, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt habe ich mal ein bisschen organisiert. Den können wir auch noch rüberhauen, glaube ich. Ja, genau. Weil ich die ganzen fusionierten Sachen schon mal hier drüben haben will. Boah, ich müsste eigentlich auch super viel einfach mal hochleveln und hier noch passend sortieren. Jetzt überlegen wir mal, wer würde gut zusammenpassen. Ich sage, ich glaube, also ich will auf jeden Fall ihn hier mit einem Geist fusionieren. Die Frage ist nur, mit welchem? Weil ich kann mir Barnett, oh, ich kann mir auch Smogon gut vorstellen. Haben die einen Kaste? Nee, haben sie tatsächlich nicht, okay. So ein elektrisierter Affe? Oh, von denen haben wir sogar schon beide gesehen. Ich glaube, die sind sogar beide Custom. Nee, dann will ich nicht die beiden fusionieren. Mit Lichtel auch nicht. Was soll denn bitte? Klick haben wir, glaube ich, schon. Okay, dann stoppen wir mal kurz dabei und schnappen uns jetzt erstmal Krippuk. So, Krippuk. Wie siehst denn du mit Galvantula aus? Okay, du hättest eine Option, aber ich weiß nicht, ob die mich überzeugt. Mit Snubbull zusammen ist auch erstmal nichts. Mit Smogon maybe zusammen? Auch erstmal nichts. Ha, das gefällt mir nicht mit unserem Azumarillchen. Oh, das könnte interessant sein. Was wird das? Oh, okay. Interesting. Das Aqua Forbidden Pokémon. Heieieiei. Unlichtfee. Ist natürlich offensiv wieder sehr, sehr stark. Also, was so Switch-ins angeht, zu finden, eher schwierig für den Gegner. Hanaski, du hast mich eigentlich so. Oh mein Gott. Menki mit Haaren, mit Traunfugil? Auch nicht. Was? Warum hast denn alles und jeder Menki? Okay, dann. Traunfugil und Sandan? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ich sehe schon, das. Sind das zwei Herzen? Aber das will ich eigentlich nicht machen. Noch eigentlich Rotom, eigentlich will ich mir die alle aufheben. So, wer aber eigentlich gut zusammenpassen müsste. Die Musik ist schon wieder weg, es geht mir so auf die Nerven, sind die beiden. Ich nehme jetzt mal den Stern da drüben. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt besser ist. Oh! Doch, das ist cool. Elektrostahl geben wir natürlich Levitate als Fähigkeit. Ist ja mega geil. Elektrostahl mit Schwebe, Freunde. Der ist doch das, was wir hier sehen wollen. Dann würde ich Schuppet plus Granbull mal versuchen.
Ich glaube sogar, ich will lieber, dass der Körper von Snubbull da bleibt. Och, ist das süß. Der ist ja knuffig. Oh. Den müssen wir halt jetzt auch noch dann entwickeln. Das ist halt das einzig Anstrengende, ne? Immer dann noch mal schnell das Moveset beibringen und so. Eieieiei. Okay, es gibt eine nasgenähte Menge. Yo, wait, die gibt's ja auch noch, ne? Oh. Ich schaue jetzt einmal kurz, was ich mit nasgenäht für Optionen habe, weil das gibt's doch nicht, dass ich den nicht fusioniert bekomme. Den mit Makaba, ja. Okay. Wir probieren es einfach mal. Weil meistens die Silhouette sagt gar nicht so viel. Ja, okay, doch. Das finde ich witzig, muss ich sagen. Das finde ich witzig. Ich glaube, da kann man Besseres auch wieder machen. Aber ich finde es schon ein bisschen witzig, muss ich gestehen. Uskelabra und Smogon. Glaube ich, hat auch sehr viel Potenzial. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich sag, eigentlich sieht das da cooler aus, muss ich gestehen. Wir können ja dann auch wieder reversen. Ist ja gar kein Problem. Doch. Der hat vor allem so einen kleinen Gespenst auf seinem Body. Habt ihr das gesehen? Das war ja cool. Das finde ich nice. Oh, ich sehe gerade, ich kann mir ja noch nicht mal einen Finsterstein kaufen. Das ist ein bisschen deprimierend. Ich nehme jetzt einfach mal allgemein ein paar Steine auch mit. Da muss ich nicht so oft zurücklaufen. Aber Finster und Leuchtstein ist noch gar nicht da. Ach man, das ist mega kacke. Mir ist auch aufgefallen, ich brauche eigentlich auch ein zweites Trasla. Ich weiß nicht, warum es hier immer so weird laggt. Damit ich mir Galagladi machen kann später mit dem Funkelstein, aber bisher eher knifflig. So. Ich würde einfach diese komische Ladybird-Togepi-Fusion, die ich ja auch nicht. Warte mal, konnte ich die defusionieren? Weil ansonsten ist ja dumm, wenn ich. Unfuse. Oh, doch. Perfekt. Weil dann schicke ich das Teil gleich mal wieder weiter. Weil dafür interessiert der mich doch einfach zu wenig, um ehrlich zu sein. Nee, ich will nicht mehr Wonder Trade Tickets kaufen. Ich muss hier immer wieder gucken. Das ist der Wahnsinn. Und dann schicken wir mal Togepi weg. Vielleicht kriegen wir irgendwas Geiles, Niceres dafür. Ein Flunkiefer mit. Ich glaube, es ist Remoraid. Ja, Marade heißt der, okay. Da wir nicht viele Optionen haben, würde ich den jetzt einfach mal entwickeln. Na, dann gucken wir mal, ob das was wird oder nicht mit dem Octillery zusammen. Ja, es ist gar nichts geworden. Es ist gefühlt gar nichts geworden, um ehrlich zu sein. Ich würde den jetzt nochmal drehen. In der Hoffnung, dass bei dem doch noch irgendwas Gutes bei rumkommt. Es wäre sehr schön. Aber man weiß ja nie. Okay, das sieht custom-mäßig aus. Das ist erstaunlich cool geworden. Ich bin mehr als positiv überrascht gerade. Holy shit, was ist denn hier passiert? Warum ist der denn auf einmal cool? Ah ja, nice. So, dann entwickeln wir mal unsere Ribbarel-Ferroseed-Fusion. Oh, ich glaube, das ist. Ich wollte gerade sagen, nicht mehr Custom. Wie deprimierend. Wenn wir den allerdings reversen, können wir dann noch was retten? Naja, nicht wirklich. Okay, den können wir damit offiziell defusionieren. Mann, der sah echt cool eigentlich aus. Es ist so weird, wenn manchmal nur quasi so, also der Anfang geil ist. Ich weiß auch nicht, warum, also quasi mit der ersten Stufe das wirklich funktioniert. Und dann auf einmal nicht mehr. So, ich bin jetzt sehr gespannt, was aus Zwirklub und Snorlax wird. Auch cool. Auch sehr cool, muss ich sagen. Will jetzt auch Shadow Punch lernen. Nice. Ich weiß ja nicht, also es wirkt so, weil ich weiß nicht, ob die ihre Items brauchen oder nicht, um sich zu entwickeln. Da bin ich mir immer so unsicher. Es könnte sein, aber bisher habe ich noch nichts Richtung Düster Umhang gesehen. So, gucken wir mal Vibrava an. Mit dem an. Oh mein Gott, das sieht. Also es ist unfassbar gut, wie ich finde, umgesetzt, aber es verstört mich. Ich vermute, es mit Krokodile wird es sehr ähnlich aussehen, designtechnisch oder auch nicht. Oh, aber mir gefällt die Farbe, die da unten entsteht, muss ich gestehen. Aber jetzt kommt doch die viel wichtigere Frage, kann das mit Flygon funktionieren? Weil das sind zwei meiner Favmons.
Und wie das funktioniert, hat einfach so eine Brille auf. Wie geil! Ey, das feiere ich ja ganz dick. Das ist mega cool. So, und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich glaube, Absol und Glaziola zusammen sehr, sehr geil werden können. Doch, finde ich sehr cool. Ich finde, der sieht mega geil aus, muss ich sagen. Also sicher auch umgedreht sieht der sicher auch sehr nice aus. Das können wir gleich noch probieren. Zuerst leveln wir noch die beiden Gesellen jeweils hoch. Weil auch aus denen will ich wissen, was rauskommt. Den Rest, den wir so da haben, oh je. Den schauen wir uns wann anders an. Weil wir wollen natürlich auch nicht zu viel auf einmal machen. Ja, das ist einfach nur Kacke. Ja, das Medbo mit Igelava scheint bisher noch nicht so zu funktionieren. Dann gucken wir mal, ob Typhlosion da nochmal was draus machen kann. Nee, nein, kann er definitiv nicht. Dann eine Fusion, auf die ich einfach nicht warten kann. Oda-Blade plus Milzer wird wahrscheinlich noch eher weird. Aber ich denke, wenn wir nochmal entwickeln, haben wir einfach wieder zwei Äxte. So, jetzt werden wir nämlich zu Scharfax. Oh, damit Scharfax funktioniert es auch noch nicht. Oh. Das ist deprimierend. Ich glaube, hier reverse ich an der Stelle sogar schon mal direkt. Weil ich will eigentlich schon wissen, wie der umgedreht aussieht. Weil ich glaube, weil Milzer sah mit dem geil aus. Genau, deshalb glaube ich nämlich auch, dass Scharfax mit dem geil aussieht. So, ich würde gern Absol und Glaceon einmal umdrehen, ob das besser ist. Nee, ich finde, die andere Seite sah cooler aus. Und dann will ich einmal gucken, ob wir Budflosion irgendwie retten können. Oh, der ist actually cool. Type 3. Ha, der ist ja knurrig. Den finde ich actually gar nicht so kacke. So, ich würde sagen, wir gehen mal noch das schlafende Relaxo aufwecken. Ich weiß gar nicht, ob der die Überreste maybe trägt, weil dann lohnt es sich sogar fast, den zu fangen. Ich werfe mal einen Quickball. Wenn er drin bleibt, dann ist cool. Wenn nicht, dann dann sage ich Arschgesicht. Wenn er Crosspoison überlebt, boah, lebt er wirklich, wow. Ich bin erstaunt. Weil dann, und er hat wirklich Überreste. Ja, weil die Überreste hätte ich schon gern, muss ich sagen. Werfen wir einen Ultraball, der sollte drin bleiben, ja. Weil dann haben wir wenigstens eine Runde Überreste auf der Bank, weil, ich meine, wir spielen im Hard-Mode. Ich glaube, die Liga und so kann schon schwierig werden, da könnten so Überreste schon nice sein. Und damit sind wir auf Route 16 und dürfen uns aufs Bike gleich schwingen. Allerdings fällt mir gerade auf, ich würde ganz gerne einmal noch hier nach oben, weil eigentlich... Okay, Bianca ist ja einfach, die uns diese, dieses Eis, glaube ich, ist es. Das Stratos-Eis müssten die Castellanos sein. Habe ich schon mehr verpasst? Oh, hier kann man Fastballs kaufen, okay. Habe ich schon mehr von solchen verpasst? Ja, das ist... That's pretty uncool, boy. Ich glaube, die Namen... Jo, warum... Wie hast du es denn geschafft, so cool zu werden? Hä? Aber wie man auf die... Also, teilweise ist es am coolsten, einfach nur die Namen zu lesen, muss ich gestehen. Alleine die... Aua. Alleine die sind ja schon ein Traum, muss ich sagen. Und Gagar. Gagar, sage ich da. Ich weiß nicht, warum ich das... Es tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Und hier dürfen wir schon wieder neue Pokémon suchen. I guess hier gibt es dann nochmal ein bisschen... Skarmory mit Klink. Ja, mit Klink haben wir auch noch nichts zusammen, ne? Und Roost, huiuiui. Ich glaube, wir kriegen hier schon ein bisschen starke Mons zusammen. Skarmory wollen wir auf jeden Fall haben. Überlebt der ein Slash? Der hat eine gute Def, ich denke, ja. Da haben wir noch ein Skarmory auf der Bank. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Gut, bis auf Panzer Aeron habe ich jetzt hier nichts mehr gefunden. Es kann auch dran liegen, dass Nacht ist und das ein bisschen das Problematiko ist und dadurch ein bisschen andere Mons halt auch einfach kommen. Muss ich mal wieder am Tag aufnehmen. Skarmory hat es jetzt natürlich in den Raum gehauen. Ich weiß nicht, kann ich den mit irgendwem cool fusionieren? Mit Ferrothorn, noch mehr Death? Oh, es würde wirklich gehen. Oh mein Gott, das sieht so aus, als würde er laufen. Oh mein Gott, läuft er dann damit? Ja, das ist nicht so cool, wie ich dachte, dass es wird, um ehrlich zu sein. Wir unfusen das direkt wieder. Das hat mich gar nicht so sehr überzeugt, muss ich sagen.
Weiß ich nicht, mit Rihorn maybe. Okay, das sieht sehr groß da drüben aus, aber das ist halt dann einfach nur Rihorn mit Skarmrys Gesicht. Was mir jetzt gerade noch auffällt, was ist eigentlich mit dem hier? Plus Garvantula, okay, gar nichts. Mit ihm hier auch nicht. Krass, ich dachte, da kommt so eine spiky Panzerung. Traunfugil dachte ich mir fast und Mankey auch nicht. Dachte eigentlich, dass Tentantel auch ein echt gutes Mon dafür ist, aber naja. Ich würde dann aber sagen, das soll es fürs Erste für den heutigen Part wieder gewesen sein. Ich denke, wir haben heute wieder einiges geschafft. Einige, vor allem wieder viele Fusionen uns immerhin heute angeguckt. Sehr viele Banger auch angeguckt, muss man wirklich auch einfach sagen. Ich bin gespannt, was ich so mitnehmen werde im nächsten Part. Ich habe schon ein paar Ideen, auf wen ich so Bock habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da machen wir dann den Radweg nach unten. Maybe Orden 4, maybe auch erst im übernächsten Part. Schauen wir einfach mal. Ob wir maybe so einen großen Trainer-Klatsch-Part machen, weil man kann ja auch rechts bei Lavandia runter nach Fuxania. Schauen wir einfach mal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei. Bis dann und ciao. Bye, bye.